Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deadly Premonition, unterwegs mit Emily, die Wachtmeister Willi hinterherjagt. Und ja, ich habe eine gute Nachricht. Also ich habe gerade eben in der Aufnahmepause mal in die Videodatei reingeguckt und die Soundprobleme hatte wirklich nur ich. Das heißt, ihr hattet vernünftigen Ton, bei euch waren alle Stimmen zu hören, alles wunderbar. Ich habe jetzt gerade ein bisschen an dem Kabel hier rumgefummelt und ich hoffe, dass ich jetzt auch alles höre. Es klingt ganz gut aktuell, besser als eben. Von daher glaube ich einfach mal, dass das funktioniert. Und ich bin gespannt, wie das jetzt hier zu Ende geht. Zack, about Emily. Don't you feel almost nostalgic looking at her? I don't think I've ever felt that way looking at a woman before. No, I'm wrong. It's a long time ago now, though. Do you remember that incident, Zack? Anyways, I was very surprised when she came to my hotel room. Not in a funny way, don't get me wrong. It was really exciting, though. I thought I heard my heart thumping inside, you know? It's inappropriate during an investigation, right, Zack? Ich bin gespannt, ob es tatsächlich sowas wie ein Happy End gibt, dass York und Emily zusammenkommen, der Killer überführt wird, sprich wohl doch Thomas. Aber wenn es wirklich auf Thomas hinausläuft, was ich nicht glaube, das wäre unlogisch. Das passt nicht. Er war an so vielen Zeitpunkten nicht in der Lage, einen Mord zu begehen, weil er halt in unserer Nähe war. Und es, nee, das passt nicht. Aber mal gucken. Vielleicht lasse ich mich ja auch noch überraschen und es passiert noch was Tolles. Eigentlich war die Story so cool bisher, dass ich nicht glaube, dass sie so einen kapitalen Fehler begehen. Also so einen Logikfehler. Ich denke, da passiert noch was. Oh, nice static. Ja. Okay. Wieso bin ich eigentlich gerade nicht schneller als Kaysen? Das geht doch gar nicht hier. Ich sehe nix. Die Frage ist, wo hat Thomas York versteckt? In irgendeiner Art Steinhäuschen, so eine Hütte oder sowas in der Richtung. Haben wir es jetzt bald? Hey, where are you going? Deputy Willy, he's over here. Come on, hurry! Was? Das stimmt doch gar nicht. Da bin ich, hallo. Ich stand genau neben Willy. Das stimmt doch gar nicht, was die da... Hä? Was soll das? Ich war nicht weit von ihm weg. Ich bin genau da gewesen, wo Willy auch war. Also manchmal ist das Spiel echt ein bisschen verbuggt. Das Spiel ist ein Bug, wenn man so will. Ja, guck mal, ich bin so minimal schneller als Kaysen. Das geht gar nicht. Are you close to the Ingrams? No. I mean, well, I always say hi when I see them at their store. Don't you think they make a wonderful family? I guess so. Including Jim, I suppose they do. Indeed they do. The ideal family, I'd say. You know that I look after Isaac and Isaiah pretty often, right? They talk a lot when I take them out. Yesterday, Mama and Papa, and this morning, Grandpa. Always about their family. Just listening to them makes me feel so happy. I don't have any brothers, you know. Maybe I'm a little jealous of those two. That's why when I come here, I always pay them a visit. Greenvale is really like a second home to me. I can tell. Deputy Willie's calling again. Enough about me. Let's get going. Ich verstehe sowieso nicht, warum wir die ganze Zeit ihm zuhören müssen, wie er von seiner, ja, von seinen Liebschaften, von seinen verstorbenen Müttern und was weiß ich alles erfahren müssen. Es geht doch jetzt gerade nur um Willy und dass wir York finden. You see Emily's face. When I first met her on the bridge, she looked so dignified. And that glimmer in her eyes when she argues every word I say. Her blonde hair lit by the dawn. Eating steak at the diner. Giving me directions in the car. Face in the gallery. And that coffee she made. And it's like she's a goddess in a tight dress. Zack, let's pray that she doesn't become a real goddess.
Ja, sie spannen es gerade so ein bisschen auf die Spitze hier, ne? Ich möchte endlich jetzt wissen, wie es weitergeht, verdammt. Die macht mich wahnsinnig. Aktuell sind wir nur am Hinterherlaufen und es kommen Cutscenes. Ja, es ist ja immer was Neues schon, aber ich möchte wissen, was ist passiert hier. Ich bin gespannt und wir dürfen wieder Willy hinterherjagen, natürlich. Okay. Hoffentlich haben wir es bald. Zumindest habe ich jetzt mal Kaysen eingeholt. Was macht George jetzt eigentlich gerade, ist die Frage. Sitzt er jetzt einfach nur rum oder fährt er durch die Gegend und sucht auch York? Der war ja nicht so davon begeistert, dass wir jetzt Willy praktisch mit einbeziehen in die Ermittlung. Wobei, das ist gar nicht so. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht, dass er praktisch ihn aufspüren soll. Oh! Ist das nicht, warte mal. Geht's hier nicht Richtung, Harrys Haus? Oder ist das einfach nur ein Stadttor? Willy. Willy, was ist denn jetzt? Was ist denn nun? Hey! Ach so, ich hätte weitergehen müssen. Nee, darf ich nicht. Hey, where are you going? Deputy Willy, he's over here. Come on, hurry. Ja, er bewegt sich doch nicht. Er sitzt doch einfach nur da. Ach, guck an. Jetzt kommt der Cut. Ist es doch verrückt. Willy, York is nearby. Wie sieht das denn aus? Good job, Willy. Can we stop running now, please? Nein, können wir anscheinend nicht. Guck, jetzt sind wir auch schneller als Kaysen. Komisch. Jetzt sind wir sogar schneller als der Hund. Interessant. Ich muss ja hinter ihm bleiben. Aha. Jetzt haben wir ihn wahrscheinlich endlich gefunden. Tag. Gut. Hey, so we took the long route here. You weren't playing with us, were you? George, we found out where York is. George? George! Kaysen, I'm going in alone. Hey, hey! You didn't forget what George said. No, I haven't. And that's why you get to stay out here and keep trying to contact him. I'm just going to check things out. I'll stay out of danger. Trust me. Okay, if you say so. I'll take care of this here. Ja gut, der muss ja wirklich nicht damit rein. Bei den Ermittlungen hat er nichts zu suchen. Okay. Dürfen wir das Tatsache... Oh Gott, wir haben aber nur die Pistole. Das heißt, wenn er jetzt... nee, wir können ja schlecht gegen diese Viecher kämpfen. Die sieht ja nur York. Nee, alles gut. Ich dachte eben schon, wir müssen jetzt mit Emily nach Silent Hill. Aber die Musik ist danach. Nee, echt jetzt? Oh. Carol? Nee. Wir sehen echt die Viecher? Ach du meine Güte. Stop right there. Schieß aufs Fass. Stop. Schieß aufs Fass. What the hell? Okay, das ist neu. Also es sieht tatsächlich auch jemand anderes, diese Viecher. Okay, hier kommt jemand rein. Tom. Miss. Emily is here. Time to say goodbye then. Thomas. Let me tell you one more time. It's not too late. I can help you. Just untie me and let me go. If you don't, the situation will be irreversible. Unfixable. York, no situation is reversible. Didn't you know that?
Everyone, everything proceeds along a path preordained by fate. Goodbye, then. I wonder who'll be the next person to open this door. Well, whoever that person is will be the one to decide your fate. Da fällt mir gerade ein, ich bin mir auch nicht mal sicher. All I can do now is wait. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es verschiedene Endungen bei diesem Spiel gibt. Okay. Geil ist das denn? Wir dürfen mit Emily in diesem Szenario spielen. Das ist ja wahr. Da habe ich nun echt nicht mit gerechnet. Und das überrascht mich auch etwas, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es da noch was zu finden? Scheint nicht. Zum Glück sind die auch nicht so aggressiv wie bei York. Also, sie sieht sie jetzt ja auch das erste Mal. Es wäre jetzt fies gewesen, wenn sie jetzt genau die gleiche Stärke hätten wie da auf Yorks Niveau. Okay, wir rennen einfach mal hoch. Ich höre immer noch die Viecher, aber ich sehe keine. Da ist eine. Du lebst ja noch. Okay. Das Schöne ist, auch wir haben unendlich Munition, wie es aussieht. Oh, die nehmen wir mit. Wir haben ja noch genug Platz in unserem Inventar. Wir kriegen Automatikkugeln mit Emily? Das heißt, sie kriegt doch ein Maschinengewehr, oder wie? Wäre witzig. Jetzt höre ich gerade niemanden. Jetzt gehen wir auf einen alten Glockenturm oder so hoch. Ich bin jetzt... Wo ist denn York? Okay. Sehr interessant alles. Und da könnte einer aus der Wand kommen. Kommt aber nicht. Vielleicht muss ich noch wieder runter. Ist auch möglich. Ihr müsst ja irgendwie auch nochmal dem Raincoat-Killer gegenübertreten. Ne? Entweder als Emily oder als York. Wahrscheinlich eher als York. Das ist ja eigentlich sein Albtraum, ne? Würde ich mal so vermuten. Hi. Okay. Das ist ein sehr, sehr hoher Turm. Okay. Oh, fuck. Es tat weh. Ich lebe aber noch. Alles gut. Das war vielleicht ein bisschen dicht dran anscheinend. So, da ist nichts weiter. Gut. Und weiter hoch. Meine Güte. Voll die geile Tür. Was für unsinnige Tür. Na egal. Bei Nackte Kanone gab es auch mal so eine, also in dem Film gab es auch mal so eine Tür, die war mitten im Raum. Einer ist durchgegangen und der andere ist dann drumherum gegangen. Sehr schön. Das ist ein Verbandskasten. Ja, oh, drei Stück liegen da gleich. Oh, ich nehme die mal alle mit, ne? Ach ne, da kann man sich mal wieder einholen. Okay, dann speichere ich mal eben ab. Also schlafen legen, ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht mit Emily. So lange sind wir jetzt mit ihr noch gar nicht unterwegs. Ich hoffe, dass wir gleich York unbeschadet finden. Die Frage ist, ja, müssen wir Thomas erledigen? Oder ist, ja, eigentlich ist ja Thomas so gesehen der Raincoat-Killer, ne? Aber eigentlich gibt es den Raincoat-Killer ja nur bei York. Ich bin mir echt nicht sicher, ob... Der scheint ja keine reale Person zu sein. Ich glaube, diesen wirklichen Typ mit der Axt, den bildet sich York nur ein. Wahrscheinlich. Wie alles, was er sich in dieser Silent Hill-Welt einbildet. Das verarbeitet er alles, glaube ich. Das ist so sein Gedächtnis. Und das hier, das hat mich gerade an Resident Evil 4. Wo man dann hier so zwischendurch so kleine Holzstückchen kaputt schießen muss.
um auf wieder so einen Turm in Gang zu setzen. Einige von euch wissen sicherlich, was ich meine. So. Ja, in der Erinnerung bin ich sogar sehr da dran. Da ist eine Uhr. Kann ich da irgendwas machen? Oh, anscheinend. You sure took your time. Thomas, you've got nowhere to run now. Just surrender yourself. Emily, I've been waiting for you. Where's York? Is he okay? He's quite the handsome one, isn't he? I liked him the moment I saw him. He likes someone else, of course. Who do you think that is? Hmm? I'm asking you if he is okay. Answer me. Oh, yes. He is handsome. But me and Carol, we love not him, but a different person. My lovely Jean. Cut the crap. Do you know what you're doing? Why, yes. I do. All too well. Far better than you do, I think. You know nothing about yourself, nor this town. Please, don't make me shoot you. You're a silly, sad little woman. We're heading for devastation. All of us. And no one can stop it. Die Tränen sehen sehr schlecht aus. But there's still time. We can get you help. I'll help you. You're too kind, Emily. As kind as a goddess. That's why he likes you. This town is soiled. And only you are shining in it. That's right, Thomas. Let's just leave here together. Ich hätte ihn angeschossen zumindest. Das Bein oder sonst was. Better back then. We had so much fun. Emily, that was before you came. I won't let you have him. You filthy pig! Oh Gott. Bosskampf? Ich habe ihn getroffen. Okay, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist ja mal geil. Ich habe das schon richtig verstanden, ne? Er ist in George verknallt. Und seitdem Emily in die Stadt gekommen ist. Okay. Ja, seitdem sie in der Stadt ist, ist Thomas halt nicht mehr so wichtig für George. Logischerweise. Weil sie halt zum Hilfs-Sheriff aufgestiegen ist und Thomas ist eher so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Mädchen für alles geworden. So würde ich das jetzt verstehen. Und deswegen ist er halt eifersüchtig. Ah, wir werden es sehen. Das ist eine sehr interessante Sache. Fuck! Oh, fuck!
This is good! Vielleicht sollten wir mal kurz einen Verbandskasten essen. Ich habe ja noch einen, ne? Die Musik ist auch total geil, ne? Ja, da so. Ich hoffe, wir hauen noch ein bisschen drauf. Gut. Reicht erstmal, würde ich sagen. Was ist denn jetzt? Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Da. Fuck. Geil. Das ist cool.